Sehr liebe Mariposa, Sie fragen mich bezüglich des Implantates und schreiben in Ihrem Beitrag, es war ein riesiger Schock und Sie haben schon auch Albträume gehabt, ob Sie diesen Zahn verlieren. Und ich hole bei der Antwort jetzt ein bisschen aus, wobei bitte nehmen Sie das nicht persönlich, weil ich kenne Sie ja nicht. Ich kann jetzt nur Rückschlüsse aus Ihrem Beitrag ziehen, wie es Ihnen vielleicht gehen könnte. Vielleicht sitzen Sie auch da und sind ganz relaxed und beruhigt und schreiben das einfach nur so locker runter. Es könnte aber auch sein, dass Sie wirklich sehr aufgeregt sind und aufgebracht. Und da ja diese Beiträge auch andere Leser lesen und wir mit unserem Austausch eigentlich auch anderen Menschen helfen wollen, hole ich jetzt ein wenig aus. Dieses Aufgebrachtsein birgt nämlich die Gefahr, dass Sie neues Leid erfahren. Jetzt werden Sie sich denken, du Entschuldige, wie meinst du das? Das klingt so komisch. Ich male einmal ein Bild. Stellen Sie sich vor, die 60-jährige betagte alte Dame, die irgendwo in Monaco lebt, schon hunderte Facelifts hat, auf aufgespritzte Lippen und künstliche Titten. Und die geht zu ihrem Schönheitschirurgen und ja, hören Sie, um die Bauch da wieder schauen Sie. Und der Schönheitschirurg, ja, gnädige Frau, ja, natürlich. Und wissen Sie, Sie wissen schon, auf was für ein Bild ich hinaus will. Beide sind relativ unwahrhaftig. Beide, die 60-Jährige, lebt, ich sage jetzt einmal, am Leben vorbei. Und beide bekommen genau das, was sie brauchen. Die 60-Jährige kriegt wieder eine neue Operation. Sie glaubt, sie wird damit glücklich. Sie ist jeden Abend auf Partys und sucht also die große Liebe. Und dabei wird sie immer unglücklicher, immer frustrierter. Eine Falte jagt die andere. Und eigentlich könnt ihr das ihr Chirurg sagen. Der sagt es aber nicht, weil der gibt ihr genau das, was sie braucht. Und der Chirurg auch das bekommt, was er glaubt, was ihn glücklich macht, wieder Geld für den nächsten Facelift. Und würde man zu dieser Frau, zu dieser älteren Dame in dieser Situation hingehen und sagen, Herr, du bitte, ich meine, siehst du nicht, dass dem Arzt geht's ja gar nicht um dich, um deine Gesundheit, sondern der möchte nur seine Rolex und seinen Ferrari und der braun gebrannte, schmierige Typ. Dann würde ich sagen, na bitte, das ist doch so ein Lieber und der begrüßt mich immer so nett und überhaupt, mir geht so gut. Ich bin ja bei jeder Disco am Abend bin ich dabei und ich habe so viele Männer, die ich kennengelernt habe und würde man diesen Menschen dann sagen, du ziehst ja nur die an, die sich jetzt auf deine dicken Lippen oder deine künstlichen Brüste stehen, aber das, was du eigentlich wirklich willst, dieses Geborgenheit, dieses Geliebtwerden wegen deiner Person, so kannst du ja gar nicht durchdringen, dann wird die das verneinen und wäre vielleicht dann auch noch sauer, wenn man mit ihr so direkt redet. Und es hätte also überhaupt keinen Sinn, dieser älteren Dame in dieser Lebensphase diesen Eindruck zu vermitteln, den man da gewonnen hat. Und erst wenn die Dame dann zum Beispiel durch ein Lebensereignis nach 10 Jahren, wenn sie dann 70 ist, draufkommt und sie denkt, Herr, was war das eigentlich, wieso bin ich da auf diesen Arzt reingefallen und so viele Operationen und eigentlich hat es nur Geld gekostet und viel Leid und all das, jetzt plötzlich verstehe ich das, dann müsste man wahrscheinlich dann auch gar nicht mehr so viel erklären und sagen. Und Sie merken jetzt, was für ein Bild ich malen will, dass es also nicht die Schuld des Arztes ist, sondern es ist meine Schuld, wie ich der ganzen Situation gegenübertrete, wie ich mich gebe, so ziehe ich dann entsprechend auch die Menschen, die Leute an oder ziehe diese Situationen an. Ein anderer wird vielleicht dort in die Orde hineingehen und wird sich denken, Entschuldige, wenn du lächelst mich braun gebrannt mit deiner Rolex an, hörst mir gar nicht gescheit zu, empfiehlst mir da Therapien, drängst mich energetisch wo hinein, was sich nicht gut anfühlt. So wird vielleicht ein Bewussterer von Anfang an reagieren und wird gar nicht lang bei diesem Arzt sein. Das heißt, Sie merken vielleicht, worauf ich hinaus will, dass es sehr wohl darauf ankommt, wie man selber an diese Dinge herangeht. Und wenn man da mit, ich sage jetzt einmal, sehr emotional oder angstvoll oder ich bin geschockt oder wie Sie das halt auch so benennen, an Dinge herangeht, dann kann es sein, dass man wieder Leid generiert. Jeder steht im Leben, wo er gerade stehen soll und keiner sollte einem anderen seinen Weg da irgendwie erklären oder in irgendeine Richtung hindrängen. Hier über das Internet haben wir die Möglichkeit, anonym über Gefühle zu reden und ich hoffe, Sie verstehen auch, dass ich Sie jetzt da nicht irgendwie belehren will. Ich, wie gesagt, noch einmal, ich weiß nicht, wie Sie diesen Text gemeint haben.
Ich gebe nur zu bedenken, wenn Sie sich eben solche Rollenspiele durchdenken, dass wenn man nicht sehr bewusst und konzentriert auf Dinge eingeht, dass da häufig Fehler passieren können. Und übers Internet haben wir sehr schön die Möglichkeit, diese Gefühle nachzufühlen, weil ich glaube, darum geht es. Es geht nicht darum, dass wir uns gegenseitig viele Sachen erzählen, die wir begreifen sollen, sondern wir müssen wieder dieses Fühlen lernen, dass wir so fühlen lernen, dass wir es ja häufig sind, die in einer Situation dann stecken und wir so das, was wir ausstrahlen, auch wiederum empfangen. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass wenn Sie also schreiben, Sie haben Albträume gehabt und das ist für Sie ein großer Schock, wissen Sie, und damit möchte ich das jetzt nicht relativieren, aber es sterben jeden Tag 40.000 Menschen an Hunger. Wir haben überall auf der Welt Kriege und wir hier in Europa dürfen uns Gedanken machen, brauche ich ein Implantat, will ich ein Inlay, will ich das oder jenes. Da muss man sich eigentlich eingestehen, wie gut es uns geht. Und wenn Sie dann einmal diese Ruhe gefunden haben, dann werden Sie auch leichter überlegen können, was jetzt das Beste für Sie ist oder ob überhaupt ein Implantat notwendig ist. Es könnte ja auch durchaus sein, dass zum Beispiel die Wurzelbehandlung nicht gut gemacht wurde und oder dass die Wurzelbehandlung zwar gut gemacht wurde, aber die Füllung, die auf den Zahn kam, dann eine günstige war, so dass sie nach ein paar Jahren dann wieder undicht wurde und es sozusagen vom Mundraum zu einer Infektion dieses Wurzelkanalsystems wieder kam. Das heißt, es gibt hier verschiedene Ursachen und vielleicht reicht es, die Wurzelbehandlung zu erneuern und vielleicht brauchen Sie überhaupt kein Implantat. All das werden Sie nur lösen können, wenn Sie sich in Ruhe mit der Materie ein wenig beschäftigen. Sie finden auf unserem YouTube-Kanal zum Beispiel das Video "Eine Wurzelbehandlung von einem Endodontologen" oder das Video "Revision einer Wurzelbehandlung", also die Wiederholung einer Wurzelbehandlung. Und sollte ein Implantat notwendig sein, dann gibt es auch da viele Videos, wo Sie sich also informieren können. Und wenn Sie jetzt dieses Bild hernehmen, was ich versucht habe, Ihnen zu malen, da gibt es ein schönes Gleichnis. Es ist so eine hinduistische kleine Geschichte, die mir aber sehr gut gefällt, weil sie vom Leben sehr viel ausdrückt. Und zwar ist da ein Mönch, lebt oben einsam auf dem Berg und es kommen Wandersleute vorbei und die sagen zu dem Mönch, du, sag mal, ich meine, nicht böse sein, ja, aber wieso lebst du hier so alleine, völlig abgeschieden, in Ruhe, was soll das bringen? Und der Mönch ist gerade beim Wasserholen und nimmt die Wandersleute zum Brunnen und sagt, schaut einmal da hinein. Und er wirft den Kübel mit Wasser hinein. Und das Wasser ist natürlich durch den Kübel in lauter kleine Wellen. Und die Leute schauen hinein und sagen, du, wir sehen nichts. Ja, was soll man da sehen? Und er wartet dann eine Zeit lang und sagt dann, schaut jetzt einmal hinein. Das Wasser hat sich beruhigt und die Leute schauen rein und sagen, pfah! Jetzt sehen wir uns. Na witzig, ja, das spiegelt, ich sehe mein Ebenbild, ich sehe mich spiegeln, ja, ist lustig, ja. Und er wartet noch eine Zeit lang und sagt, du, und jetzt schau noch einmal hinein. Und dann schauen die Leute hinein und sagen, pfah, wir sehen die Steine, da, der Grund, wir können den Dingen auf dem Grund sehen, den Brunnen auf dem Grund sehen. Und er lächelt dann und sagt, genau das bringt Ruhe und Stille mit sich. Man erkennt zuerst sich selber und kann dann so den Dingen auf den Grund sehen. Und das möchte ich Ihnen, und vielleicht trifft es jetzt nicht auf Sie zu, weil Sie eh ruhig sind, dann hilft vielleicht unser Beitrag, unser Austausch anderen Menschen, die häufig sehr, sehr aufgebracht sind über irgendeine Diagnose. Manchmal ist es vielleicht sogar eine falsche Diagnose. Und nur wenn man sich runterholt, sich selber beruhigt, wird man die Dinge so lösen können, dass das Leid beendet wird. Ansonsten rennt man Gefahr, so wie die 60-jährige alte Dame, dass man immer wieder an Menschen gerät, die eigentlich einem das geben, was man selber will. Zum Beispiel Pseudotherapien. Alles Gute!